Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2 Definitive Edition. Wir sind im Finale von William Wallace angekommen, die Schlacht von Falkirk steht an und dann haben wir diese Kampagne beendet und wir, ja, würde sagen, wir fangen direkt mal an. Let's go! Die einzige Möglichkeit, das sumpfige Tiefland um Falkirk zu halten, besteht darin, eine Burg und so viele Wälle wie möglich zu errichten. Diese Befestigungen werden unser Lager schützen, während wir die für den Angriff auf die englische Burg notwendigen Belagerungswaffen herstellen. Sobald die Burg gebaut ist, will sich Wallace höchstpersönlich unseren Streitkräften anschließen. Gemeinsam werden wir Longshanks und seine englischen Truppen angreifen. Alles klar, dann müssen wir eine Burg bauen, ha? Welle, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen einfach eine große Armee. Und dann passt das Ganze eigentlich schon. Müsste dann eigentlich funktionieren. Also, liebes Spiel, hör auf, dich aufzuhängen. Und geh wieder rein in die Olga. Ja, das wäre natürlich schön. So, bauen Sie eine Burg, zerstören Sie die englische Burg. Okay. Sehr gut, wir haben hier die schon Engländer mal... Die Engländer können jederzeit angreifen. Sie haben zwar schon ein paar Wälle, aber die sollten Sie erweitern, sobald Sie über genug Steine verfügen. Ja. Also, ihr könnt das Gold machen, so. Ihr geht wieder an die Felder. Schön, haben wir schon eine Stadt zur Verfügung, ein bisschen. Bisschen Truppen haben wir auch schon. Haben wir auch irgendwo einen Speer? Wir haben nur die Ritter. Alles klar, dann gehst du. Aber mal hier durch, so. Und du gehst hier mal durch, so. Dann kommst du hier zurück. Sie können auch Türme bauen, um ihre Stadt zu verteidigen. Einheiten können zur Verteidigung und zum Schutz in einem Turm einquartiert werden. Bogenschützen können aus einem Turm herausschießen. Alles klar, ja. Ich mache jetzt erstmal ein paar neue Dorfbewohner. Ich denke, das ist mal am wichtigsten. Wir upgraden hier mal das, was wir haben. Wir haben hier 6 Armbrustschützen, 4 Schwertkämpfer. Ah ja, sie haben Bock. Ja, sollen sie den Außenposten zerstören. Das ist nicht unbedingt so verdammt schlimm. Die Dorfbewohner schicke ich mal dahin. Die ersten. Was ist passiert? Sie werden von wilden Tieren angegriffen. Wo denn? Hä? Vorgere, Trebach. Wo werde ich von wilden Tieren angegriffen? Oh, guck mal, jetzt kommen sie sogar noch mit Rammböcken. Ah, okay, sie machen einfach alle Wachtürme weg. Das ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Wo sind denn die Ritter hin? Sind die schon wieder hier? Also einer? Sind beide schon wieder da. Alles klar. So, und so. Ah! Immer so. Und dann so. Der Rest soll ihr mal verteidigen. Wenn dann Sie einen Überschuss an Rohstoffen eines bestimmten Typs haben, können Sie ihn auf dem Marktplatz gegen Gold eintauschen. Ja, ich brauche kein Gold. Können Sie mit dem Gold kaufen, was Sie benötigen. Du gehst Holz hacken, so, wie viel kommt noch? Um eine Burg bauen zu können, müssen Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Ja, ich weiß. Der Ritterzeit. Rittenspeer muss ich jetzt nicht unbedingt machen. So, wir wissen auf jeden Fall schon, wo die Engländer sind. Die sind hier unten irgendwo, weil die Truppen sind ja von hier gekommen. Sie haben Pikeniere, sie haben Ramböcke, aber das ist nicht weiter schlimm. Mit Hilfe der erweiterten Schaltflächen bestimmen sie das Kampfverhalten ihrer Soldaten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein defensiver Soldat einen Feind angreift, der in seine Nähe kommt. Klicken Sie auf eine Militäreinheit und sehen Sie sich die Schaltflächen für Kampfverhalten im unteren linken Bildschirmbereich an. Wo kann ich das machen? Ah, hier, aggressive Haltung, defensive Haltung. Mit den erweiterten Schaltflächen können Sie außerdem Soldaten damit beauftragen, zwischen zwei Punkten durch ein Gebiet zu patrouillieren, etwas zu bewachen oder einer anderen Einheit zu folgen. Geh mal zum Holz. Viele kommen noch von euch. Ihr könnt ein bisschen schneller schaffen. Schaffen ist Schweizerdeutsch. Dann geh du ein bisschen Gold hacken. Geh du mal da nach hinten, bitte. Ah, da geht's nicht mehr weiter. Ja, kannst trotzdem. Ja, okay. Will er nicht. Hat er keinen Bock? Macht nichts. 800 Nahrung brauchen wir, ne? Dann mach du auch ein Feld, bitte.
Ja, das ist das Wichtigste, wenn wir die Felder machen. Jetzt entwickelt sich die Schubkarre und arbeiten alle schon mal ein bisschen schneller. Die erweiterten Schaltflächen gewähren Ihnen Zugriff auf neue Formationen. Mit einer Kastenformation können Sie beispielsweise schwächere Einheiten wie einen Mönch schützen. Eine Kastenformation. Ah, Kastenformation. Dann gibt es noch Staffelformation, Flankenformation. Oh, guck mal. Jetzt kommen sie aber rein hier. Was machst du denn, du Langbogenschütze? Alles klar. So, nachher kommen nochmal 5 Dorfbewohner, das ist okay. Dann verteilen wir die nochmal schön. Dann packen wir 2 zu den Steinen. Einen zum Gold, damit da jeweils 5 arbeiten. Das müsste für den Anfang eigentlich genügen. Ja, die Ritter haben ein kleines Problemchen. Ne, euch lasse ich an diesem Kopf. Euch lasse ich hier. Falls sie von... Ey! Du müsst dich am Gegner vorbeilaufen, ihr müsst sie angreifen. Lul. Ja, jetzt, ihr seid nicht unbedingt die Klügsten, ne? So, euch schicken wir dahin, euch schicken wir dahin. So, dann haben wir beide Seiten. Ich glaube, ich mache hier dann einfach den Wall zu Ende. So, also ihr zwei könnt direkt zu den Steinen gehen. Dankeschön. Einen noch dann für die Nahrung und einen fürs Holz. Das sollte für den Anfang eigentlich reichen, oder? Ritter habe ich keine mehr. Nur ein Speer. Einen. So, geh du zum Gold, dann haben wir dort auch 5. Der nächste geht dann zu der Nahrung, damit wir dort 10 haben. So, einer kommt noch. Die kann zum Holz. Wunderbar. Dann machen wir nochmal einen, der kann dann die Welle wieder aufbauen. Beziehungsweise hier hinten zumachen, damit wir wirklich nur noch einen einzigen Eingang haben. So, du, ich habe zum Glück gerade gesehen, dass du dort ein bisschen Sachen machen bist. Da ist noch ein Langbogenschütze. Ich habe jetzt halt nur normale Bogenschützen, die kann ich erst upgraden, wenn... Machen wir so, zack, 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 zack. Und einfach ein bisschen rumlaufen. Da ist wieder ein Feld. Leer, du. Warte mal. Hä? Wo sind denn jetzt der eine hin? Es ist aber halt nur noch 8 bei den Feldern. Lul. Hä? Wie geht das denn? Ah, jetzt sind es plötzlich wieder 10. Okay. Ja. Alles klar, dann machen wir noch einen. Genau. Jetzt sind plötzlich 11 bei der Nahrung. Ja, auch gut. Und wir verkaufen mal ein bisschen Steine. 4 Gold. Wird er angegriffen. Hey! Was machst du da? Stehen bleiben. Du musst einfach stehen bleiben, wenn du angegriffen wirst. So, Steinwall, solchen... normales Tor machen. Mach mal hier mal ein Tor. Und Sie haben genug Rohstoffe, um zur Ritterzeit voranzuschreiten. Tun Sie das so bald wie möglich. Das ist XA. Nein, nicht X. Hier, D. So. Und so. Und dann läufst du mal dahin. Wir haben genug Nahrung für die Ritterzeit. Dann benutzen wir das doch mal. Was wir dort haben. Dankeschön. So. Das können wir eigentlich auch gleich machen können. Soll ich ein bisschen Nahrung kaufen? Komm. Ihr müsst nicht danach draußen gehen, ihr müsst bitte reingehen in die gute Stube. Haben wir noch Gold? So, ich glaube, ich baue da noch ein Tor. Falls ich da hinten irgendwie was zu erledigen habe. Die werte Dame kann das Tor bauen. Ah, lol. Ja, ihr dürft bitte nicht stehen bleiben. Ne? Ihr müsst schon ein bisschen was machen. William Wallace, wo der genau ist, weiß ich nicht. Das finden wir dann heraus, wenn wir die Burg haben. Schon wieder ein Feld zu Ende. Kia, Robwigim. Eine Schmiede habe ich. Ach doch, ich habe eine Schmiede. Lol, da kann ich ja hier ein paar Sachen erforschen. So. Durchschlagspanzerung.
Dann kann ich die Steine eigentlich immer verkaufen. Um Nahrung einzukaufen. So, und dann machen wir hier noch ein paar Forschungen. Bogenschützen mit Durchschlagspanzerung oder Angriffsstärke. Machen wir beides. Unterprächtig, so. Stellt euch bitte alle auf, danke. Also mal ein Langbogenschütze, was hat der? 5 plus 2 Angriff, alrighty. Alright, alright, alright. Hello. Lady. Glückwunsch. Sie werden in der Ritterzeit jede Menge zu tun haben. Zuerst sollten Sie versuchen, eine Belagerungswerkstatt zu bauen, um dort Ramböcke und andere Belagerungswaffen herzustellen. Ja, da kann ich jetzt irgendwie keinen Steinwall bauen. Geil. Palisadenwall. Geht auch. Krieg ich einen Turm da rein? Komm, dann machen wir mal Beobachtungstürme 2. So. Ist das kaputt oder was ist das? Wir machen trotzdem Beobachtungstürme, aber so eine blöde Idee ist das jetzt auch nicht. Dorfbewohner arbeiten effizienter. Ja, das können wir eigentlich machen. So, die machen die Außenposten weiter kaputt. Das ist jetzt nicht weiter tragisch, meiner Meinung nach. Dann können wir hier Armbrustschützen ausbilden. Und hier, ja, haben wir nicht genug Nahrung. Okay. Einheiten der Milizsoldatenlinie kosten minus 15 Nahrung. Oder Infanterie macht mehr Schaden an Gebäuden. Ne, wir machen das. Ja, macht das Zeug ruhig kaputt, das ist mir egal. Eventuell müssen Sie zusätzliche Dorfbewohner damit beauftragen, Steine zu sammeln, damit Sie die Burg und die notwendigen Befestigungen bauen können. Ich habe nicht mehr viele Steine, ha? Das ist ein Problem. Wo ist der Speer? Such mal ein paar Steine hier. Ah, da unten haben wir Steine. Ist okay. Ist okay, ist okay. Ach, die Felder. Was ist das? Erhöht die Sichtweite aller Gebäude. Ja, scheiß drauf. Ihr müsst mir das nicht sagen, wenn da die Beobachtungstürme zerstört werden. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Okay, die kann das. Die hat das einfach vergessen aufzubauen, ne? Jolle. So. Naja, egal. Ja, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr groß was machen. Nur abwarten. Ich könnte jetzt die eigentlich angreifen gehen, oder? Soll ich? Komm. Greifen die Kollegen da unten an. Oh, Hotkeys lernen. Ganz wichtige Angelegenheit hier, ne? Oh, Infanterie. Ja, mehr Damage. Mehr Damage, immer gut. Oh, greif mal an, die Boys. Ihr müsst eigentlich mehr Damage machen. Greift an! Ja! Tötet sie, die Engländer! Ja, sehr gut. Ja, die haben mich genervt. Willst du machen. Was kostet denn eine Burg? 650 Steine. Ja, das haben wir ja sogar bald. Das Problem ist jetzt, wenn ich da Steinwelle baue... Kostet mich natürlich Steine, ne? Das ist nicht unbedingt geil. Das Palisadentor. Ah, das ist ein Holz. Okay. Ja, dann geh du Steine abbauen. Damit wir dort schön voll machen können. Können wir hier Bogenschützen, berittene Bogenschützen. Mehr Reichweite ist immer gut. Ja, komm. 1, 2, 3, 4, 5. So. Geht mal schön dahin, meine lieben berittenen Bogenschützen. Nicht genügend Gold. Gigi. Dann machen wir hier. So. Jetzt müssen wir halt ein bisschen abwarten. Was willst du machen? Was willst du machen? Wir brauchen Steine, Steine und noch mehr Steine. Aber wir haben es ja bald. Noch dreimal müssen sie es bringen. Ne, viermal wegen einem Steinchen. Und dann läuft der Hase. Ja, die Holzacker, die haben noch mehr als genug zu tun. Das ist okay. Häuser brauche ich wahrscheinlich auch bald mal. Ja, die Felder sind mittlerweile auch wieder. Du stehst wohl schon ein bisschen länger rum, habe ich nicht gemerkt, Entschuldigung.
So, Lady, gib mal die Steine ab. Und dann bau die Burg mit C. Oh, die Burg bauen wir direkt hier. Oh. Bau mal schön. Sind 7 Leute am Gold. Geh du hier helfen. Du nachher auch. Geht alles ein bisschen schneller. So, Feld abgeerntet. Hier. Infanterie bekommt Durchschlagspanzerung. Let's go. Die Kavallerie bewegt sich schneller, brauche jetzt nicht unbedingt mehr Damage an Gebäuden. Das könnten wir brauchen. Durchschlagspanzerung. Ja, wir machen alles an Upgrades, was wir können. Nachher... Oh, fuck, die Steine, ne? Da sind nicht mehr viele Steine dran. Bisschen doof, aber was will ich machen? Ja, da hat es ein paar Felder, die bald abgeerntet sind. Die sind generell alle mittlerweile relativ schnell kaputt. Ich platziere jetzt die Kollegen mal da draußen. Ihr bleibt mal da. Ihr werdet, denke ich mal, einiges abwehren können mit euren 9 plus 2 Damage. Geht einfach mal da zu den Steinen, weil da müssen wir jetzt dann nachher... Genau, wenn die da fertig sind. So, Q, das ist das E. Ah! Falsche Taste, Schüligün. So, die Burg ist bald fertig. Bald. Die Imperialzeit könnte ich auch. Aber das mache ich jetzt nicht. Ihr beschützt jetzt mal schön da die... Toll, Sie haben die Burg Steinhacker. Sir William wird bald hier sein und dann ist es an der Zeit, die Engländer anzugreifen. Ja, let's go. Soll ich ein paar Freischärler machen? Let's go. Wallace ist eingetroffen. Ja, ich weiß. Schön. Jetzt haben wir noch einen, der nicht beschäftigt ist. Dann kannst du... Mach mal hier ein normales Tor. Was ist los hier? Lol. Ja, greift an, die Boys. Lol, da hat sich ein Pikenier reingeschlichen. Einheiten kann in der Burg erschaffen werden. Erschaffen Sie 10 weitere Freischärler. So, William Wallace. Scheiß mal auf die Schiffe hier. Weg damit. Was hat er denn mitgebracht? Elite Freischärler. Let's go. Wir können alle hier nach oben kommen. Er ist das Tor am Bauen, das ist gut. Na, fuck, wir brauchen natürlich noch Häuser nachher, ha? Bevölkerungslimit erreicht. Dann macht ihr zwei, geht mal das Gold abgeben. Und dann macht ihr ein paar Häuser. So. Gut. Ja, ich habe keine Nahrung mehr, oder was? Nee, ich brauche dafür Holz. Lül! Mit William Wallace und seinen Freischärlern an ihrer Seite haben die Engländer ein Problem. I don't have Holz. Sobald sie über ein großes Heer und viele Belagerungswaffen verfügen, zerstören sie die englische Burg. Ja, ja, so. B und dann mit E, hä? Ne, D. Entschuldigung. Dann bau du mal schön das Zeugs da. Ah. Ihr könnt die Häuser bauen. Macht mal ein bisschen hinne, bitte. Weil, einfach so. Oh, die Schwertkämpfer sind ja da oben. Wir können die alle hier vorne jetzt positionieren, weil ja die Burg da bald geschlossen ist. Außer die hacken viel zu schnell Holz. Ah. Jetzt habe ich wieder Holz. Nein, ich habe nicht genug Holz. Wie viel fehlt mir? 5. Jetzt. Gut. Oh, ja, ich habe doch schon eine ordentliche Armee. Da kommen noch die Langschwertkämpfer dazu und dann noch die Freischärler. Will ich gerne eigentlich ein paar davon machen. So. Und dann, wenn die fertig sind, dann greifen wir an und machen ihnen den Gar aus. Viele Dorfbewohner habe ich nie. Was ist das? Ah, Goldgräber heißen sie, nicht mehr Dorfbewohner. Alright.
Ja, können wir auch noch machen. Das können wir auch noch machen. Ach, die Felder. Ippiaje. Ja, da fehlt mir jetzt natürlich ein bisschen was. Dann geh Holzhacken, komm. Hier, du helfen. Holzhacken ist okay. Wir haben ja noch genug Leute, die hier Nahrung am Produzieren sind. So. Ich denke, meine Armee ist wahrscheinlich viel zu groß für die ganze Geschichte. Hier, guck mal, ein einzelner Pikenier. Du bist natürlich nicht unbedingt der Intelligenteste. Ein Rambock. Ja, mach den kaputt. Let's go. Mach kaputt den Scheiß. Das Problem ist, man kann nicht alles auf einmal anvisieren. Ja, mach doch das Ding da. Sehr gut. Wir brauchen immer noch mehr Häuser. Lül. Oder geht das nicht, oder was? Ich kann wahrscheinlich nicht mehr machen. Okay, dann geh Holz hacken. So, ja, dann greifen wir es halt einfach an. Okay? Bleibt mal alle da stehen. So. Das ist natürlich. Geht mal alle dahin. Aber hier noch die Schiffe. Transportschiffe und zwei Galeonen. Die Galeonen können ruhig mal hier hinkommen und da kaputt machen gehen des Zeugs. Hier geht mal alle schön dahin, so. Hot. Guck mal, zwei sind gestorben. Mach mal ein paar Häuser hier. So, was haben wir hier noch? Ah, die Steinbauerle. Wollen wir angreifen mit allen, die wir haben? Wäre doch was, oder? Bevölkerungslimit erreicht. Ich schicke die dann direkt dahin. So, dann greifen wir alle an. Greifen wir dort an. Sehr gut. So. Damit auch wirklich jeder anvisiert wurde. Ey, greift doch hier, greift die Dorfbewohner an. Lol. Umso besser. So, brennt sie nieder, die Engländer. Brennt sie nieder. Ja. Gut, dass ich den richtigen Knopf gedrückt habe. Greift mal das Dorfzentrum an, komm. So, ihr macht das schon, ist bisher noch keiner gestorben. Ach, war alles kaputt hier. Ihr geht bitte dort angreifen, die Armbrustschützen. Bitte das Tor. Die Elite-Huskalen nehmen sich den Turm dort vor. Ja, in der Nähe hier das Tor. Dann die Sachen von der Burg direkt hier hin. Ah. Türme wegmachen, dann haben wir das Wichtigste schon mal durch. Dann haben wir das Wichtigste zerstört. Bitte dort angreifen. Dankeschön. Greift bitte auf. Nee, ihr müsst. Ja, also greift halt das Dorfzentrum an. Ist okay. Sollen das die Langschwertkämpfe machen? Was machst du? Ach, die greifen alle an, wo sie wollen. Kommt mal alle rein hier. Greift die Schmiede an. So, ihr die Kaserne. Du bitte auch. Wer als erstes fertig ist, die werden wahrscheinlich als erstes fertig sein hier. Es sind nur noch 9 Stück, aber ist okay. Dann können wir hier die Werkstatt angreifen gehen. Hier geht jetzt die Bogenschützen angreifen. Dort steht noch einer, macht nichts. Greif du die Dorfbewohner an. Hier geht die Kaserne angreifen, komm. Aber die sind immer noch am Arbeiten hier. Die Maschine hier. Nein, geht nicht da nach hinten. Ich muss die Burg finden. Ich glaube, die ist da oben irgendwo, wenn ich es von früher noch richtig in Erinnerung habe. Nein, hierhin alle angreifen. Danke. Ah, da oben ist die Burg. Okay, ja, geht doch alle da nach oben. Sammelt euch alle dort, bitte. Du auch. Habt ihr keine Sondergenehmigung für verschiedene Leute. Oder für bestimmte Leute. So, geht alle da rauf, bitte. Und greift die Burg an! Los!
Guck mal, fast, die haben nichts zu tun hier. Wir müssen schon arbeiten, ne? Hau doch ein paar Häuser, komm. Mach einfach was. Nein, das macht ihr da. Mach die Burg kaputt. Mach mal den Platz frei hier für alle. Bruder, ja, da unten kannst du die Burg schlecht angreifen, ne? So, bis wir das gewonnen haben. Let's go. Da geht doch. Easy going. Easy going. Ja, wir haben zwar ein paar Trüppchen verloren. Guck mal, die haben nichts mehr zu tun. Dann können die hier angreifen gehen. Okay, gibt nichts mehr zu angreifen. Ja, zerstören sie die englische Burg. Haben wir geschafft. Oder hat's noch eine? Die englische Burg bei Falkirk existiert nicht mehr. Die englischen Ambitionen in Schottland werden nun sicher ein Ende nehmen. Wallace Streitkräfte haben gesiegt. Let's go. Schottlands Wächter habe ich also Rundenschaft noch errungen. Ja, dann gehen wir weg von hier. Unsere Lage in Falkirk schien ausweglos. Dennoch konnten wir gegen die zahlenmäßig überlegenen Engländer mit ihren reichweitenstarken Langbögen einen Sieg erringen. Die englische Burg wurde geschleift. Eine schottische wird an ihrer Stadt errichtet. William Wallace hat uns den Weg zum Sieg gewiesen. Zwar ist er nur ein Mann, doch inspiriert er andere zu großen Taten. Viele der schottischen Ritter und Lords haben gemeinsam mit ihm zum Schwert gegriffen. Das Schwert von Wallace misst 5,5 Fuß und wurde natürlich in Schottland geschmiedet. Er hat geschworen, nicht zu ruhen, bis es den Hals von Edward Longshanks durchtrennt hat. Unser Kampf geht weiter. Doch wir haben die Kunst des Krieges erlernt. Jetzt sind es die Engländer, die sich fürchten müssen. Ja, da müssen sich die Engländer fürchten, so wie es aussieht. Sie hatten mehr Technologie als ich, ne? Ein bisschen mehr. Aber das macht nichts. 36 Minuten? Lol, aber das Video geht ja nur 27 Minuten. Oh. Naja, wir gehen zur Kampagne zurück. Weil wir haben jetzt William Wallace abgeschlossen. England ist durch, beziehungsweise Schottland. Das heißt, morgen geht's weiter mit der Johanna von Orléans. Was bedeutet das eigentlich mit den verschiedenen Schwertern? Ist das von einem anderen Age of Empires? Keine Ahnung. The Forgotten Campaign, The Conqueror's Campaign. Age of Kings Campaign. Also, oder von DLCs wahrscheinlich. Dann hatte ich doch recht. Die mit dem einzelnen Schwert, das sind die Originalen, die Age of Kings. Dann die mit den zwei Schwertern, das ist dann wahrscheinlich von einem Sack. DLC. Und die mit den drei Schwertern ist dann noch neueres DLC. Sonst haben wir hier doch Montezuma, nee, ist Conquerors Kampagne. Das ist, glaube ich, Age of Empires 3, wenn ich mich nicht täusche. Timur Lenk, The Last Khan's Campaign. Genghis Khan, The Age of Kings. Definitive Edition Kampagne. Ja, die haben sogar extra für die Definitive Edition neue Kampagnen gemacht. Also wir haben noch einiges zu erledigen hier. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir in Amerika haben wir Montezuma und Pachacuti. In Afrika haben wir Saladin, das ist von The Age of Kings, ja. Geht es. Ah, da müssen wir natürlich alles der Reihe nachmachen. Okay. Dann gehen wir zurück nach Europa. Johanna von Orléans. Ab jetzt ist auch alles der Reihenfolge nach. Nur William Wallace konnte man alles auswählen. Das ist nice. Dann können wir wirklich nur eine nach dem anderen machen. Dann gibt's morgen. Wir machen zuerst alle mit The Age of Kings in Europa durch. Dann machen wir ganz Europa fertig. Dann gehen wir nach Asien, Amerika, Afrika etc. Oder ihr könnt auch Vorschläge machen, welche Kampagne ihr als nächstes wollt. Aber als erstes wirklich nur The Age of Kings. Und ja. Dann geht's morgen nach Frankreich zu Johanna von Orléans. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.